Guten Mr. Alltag hier mit dem angekündigten Produkttest, und zwar einen Tag später, kann man sagen. Aber ihr wisst, Firma Panolive. Ich dufte erstmal, rieche dran. Zwei Stück kenne ich ja schon. Zwei dufte nicht, aber die riechen so megamäßig geil wie eigentlich alles von Palmolive. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die unten hingestellt. Palmolive ist einfach geil. Ich mag Palmolive. Eine gute Marke, die auch gar nicht so teuer ist. Sie ist sehr teuer. Darauf verzichtet die mit Werbung. Dafür verzichtet die wirklich mit Werbung. Überall. Guck mal, wie teuer, in Anführungsstrichen, Coca-Cola ist im Verhältnis zu Pepsi, sage ich jetzt mal. Pepsi macht ja, zumindest in Deutschland, eigentlich gar keine Werbung mehr. Sie schaltet keine Werbung im TV. Und deswegen kann Pepsi ein bisschen günstiger sein als Coca-Cola. Aber hier, fangen wir mit Nummer 1 an. Mintshake. Mintshake riecht wie Minze. Das soll wie Minze riechen. Ich muss immer abpassen, wenn ich es nicht so mache, wenn ich drauf drücke, dass es so rausspritzt. Habt ihr schon mal gehabt? Und okay, das riecht wie wirkliche Minze. Allerdings riecht das wie Zahnpasta ein bisschen. Eher in Richtung Zahnpasta. Vertreibt man auch immer. He? Minze ist eigentlich immer in der Zahnpasta drin, wenn es gut riechen soll. Ja. Riecht jetzt unbedingt so gut, würde ich glaube ich nicht unbedingt immer nehmen. Vor mich zu Hause bin vielleicht, aber ansonsten, wenn man eine Verabredung hat oder so, eher was anderes, obwohl das auch was hat. So Minze, bisschen Frische. Aber wie gesagt, es geht eher Richtung Zahnpasta. Und ob man das wirklich will, ist die andere Frage. Wie immer, erstmal ein One-Taker zumindest, wenn ich hier jetzt dufte. Und vielleicht ziehe ich mich gleich aus, ihr wisst ja nicht. Der Teuer hat ja gut angefangen, ne? Vor dem Intro. Das habe ich als nächstes gegriffen. Chocolate Passion. Und das habe ich in der Tat schon gerochen. Und in der Tat, es riecht schokoladig. Es riecht voll nach Schokolade, wie wenn ihr in eine Schokoladenfabrik geht. Es schmeckt so, es riecht auch Schokolade. Ich muss sagen, es schmeckt. Ich habe es nicht probiert. Ich habe es nicht probiert. Na, Spaß. Es riecht saugeil nach Schokolade. Die Frage ist, wie man sich mit Schokolade eincremen, sozusagen. Die Frage ist, wenn ihr das drauf macht, sprich also wenn ihr duscht und danach riecht, zieht es nicht Bienen an. Gerade sowas zieht, glaube ich, Bienen an. Und daher ist es schon gefährlich, wenn man danach vielleicht rausgehen möchte. Ansonsten, Frauen lieben Schokolade, wenn ihr nach Schokolade riecht, knabbern die euch an. Daher ist das sicherlich sehr gut. Also riecht wirklich nach stark nach Schokolade. Allgemein, Minze, Chocolate, auch Strawberry, was ich dann noch am Montag gerochen habe, riecht alles sehr stark. Stark im Sinne von noch in Ordnung, manchmal vielleicht zu stark, je nachdem, wenn du so drauf drückst. Wenn du dich damit eingerieben hast und abgeduscht hast, riecht es wahrscheinlich nicht so stark, weil es dann schön verteilt ist. Hier kommt ja alles so in eine Ladung raus. Gehen wir zum nächsten. Wo habe ich es jetzt hingelegt? Ich bin runtergefallen. Tiefer, da. Strawberry Touch. Erdbeere. Und das riecht ohne Scheiß wie Erdbeere. Da könnt ihr am liebsten, habe ich jetzt direkt Hunger, wieder auf Rittersport Joghurt Erdbeere. Oder Joghurette. Ah, geil. Aber auch hier ist hier in die Richtung. Sieht das nicht vielleicht, wenn du draußen bist, Bienen an. Es ist wirklich so, dass das, glaube ich, dann Bienen anziehen könnte. Oder wenn ihr vielleicht Haustiere habt, Hunde. Also ich kenne das, wenn ich mal mit in so Richtungen gemacht habe, dass Hunde dann eher ankamen.
oder nach der Arbeit. Ich arbeite in der Küche. Und wenn ich dann direkt nach der Arbeit irgendwo hinfahre, zum Beispiel zu meiner Oma oder so, kam der Hund an. Hat Essen gerochen. Oder früher. Schulzeit, Praktikum, Fressnapf. Und vom Fressnapf dann irgendwo hinzugehen, wo jemand einen Hund hat, dümmste Idee, was du machen kannst. Das ist schlimmer, als aus der Küche zu kommen. Als ich bei Fressnapf gearbeitet habe und es Sommer war, dann hat der Hund sogar mein Bein abgeleckt, weil ich so danach gerochen habe. War nicht schön, nein, aber schmeckt, wieso will ich das schmecken sagen, weil es um Erdbeere geht? Es riecht angenehm. Und Vanillepleasure. Oh, das meinte ich, guck doch. Da ist schon ein bisschen was rausgekommen. Na egal. Wie groß wird die Blase? Weg. Und das riecht... Ach, Moment. Schon wie Vanille. Aber... Ne. Riecht schon ein bisschen nach Vanille, aber... Gar nicht so gut. Meiner Meinung nach jetzt aber. Vielleicht ist es anders, wenn man es drauf hat. Okay. Das riecht ein bisschen stark nach Vanille. Bewertung. Es riecht alles nach dem, was draufsteht. Man wird es sofort erkennen. Verbinde jemand die Augen. Er soll danach riechen. Er weiß alle Richtungen. Meiner Meinung nach können wir mal irgendwann den Test machen, oder? Wie gesagt, ja, so in Richtung 2-, was mir im Moment zu stark ist. Ich habe es noch nicht ausgetestet, wie es riecht, wenn man es sich eingecremt hat. Das riecht megamäßig geil. Und das habe ich natürlich auch schon probiert. Wo es eingerieben ist, riecht immer noch geil. Definitiv eine 1. 2-, wie gesagt. Chocolate. Eine 1-. Und Minz. 2+ bis 2, kann man sagen. Also ich weiß nicht, du riechst nach Frische, aber es gibt, glaube ich, dann eher so eine Zahnpasta-Frische. Wer das mag, kann es gerne machen. 4 Stück. Ich glaube, 99 Cent habe ich für ein Stück bezahlt, oder 1,09 €, 1,19 €. Auf jeden Fall das Geld wert, kann ich euch sagen. Kauft es euch, Penny. Heute zwar nicht, weil heute Feiertag ist, zumindest in manchen Bundesländern, nicht überall. Es wird keinen Test geben, wo ich mich ausziehe, tut mir leid. Ich habe es so außerhalb der Kamera getestet. Müsst mir dann halt glauben. Vielleicht gibt es noch irgendwann mal ein Duschvideo. Bei so viel Abonnenten, nein, natürlich nicht. Nee, sowas mache ich nicht. Sonst gehe ich in irgendeine bestimmte Richtung von bestimmten YouTubern. Ich spiele nur. Das ist keine Anspielung auf das Video, was am Sonntag kommt. Fakt ist, wenn ihr Palmolive getestet habt, egal ob die Duschcremes oder generell von Palmolive, es gibt ja auch Bodylotion, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Palmolive haltet, von der Marke, von dem Duschcreme, von dem Body Butter. Haut in die Kommentare. Ich kann nur sagen, top, alle. Wie gesagt, Vanille war mir ein bisschen stark. Vielleicht war es auch dadurch, dass ich die 3 vorher getestet habe. Aber, wie erwähnt, alle top. Kaufempfehlung. Und jetzt seid ihr gefragt und in die Kommentare. Bis dahin und ciao, ciao.